Was mich jetzt bewegt ist, es gibt ein karibisches Land, in dem Armut, Verzweiflung und in dem demzufolge Volkswut herrscht gegen ein Regime, das die Erdöleinnahmen veruntreut hat. Und es hat schon mehrere Tote gegeben dort, aber niemand spricht darüber, niemand schreibt darüber. Es ist natürlich nicht Venezuela, es ist Haiti. Haiti ist, wird begünstigt durch das System von Petrocaribe. Das heißt, es bekommt Erdöl aus Venezuela zu sehr günstigen Bedingungen. Nicht geschenkt, aber für sehr langfristige Kredite. Diese Situation, in der das Volk von Haiti praktisch dabei ist, seine Regierung, wenn nicht zu stürzen, also mächtig zu bekämpfen, findet einen Fürsprecher in den Vereinigten Staaten von Amerika. Washington rät zum Dialog, Washington rät zur Versöhnung, zur Aussprache, zur friedlichen Beilegung des Konflikts. Wie kommt denn sowas? Der Kurs gegenüber Venezuela ist doch ein völlig anderer. Klar, die Wahrheit ist, es ist kein Erdölland. Und es ist im Kampf gegen den Imperialismus. Während Haiti, die Regierenden haben die Vorteile des Petro-Karibe-Systems genutzt, haben das Geld veruntreut und diese Machthaber von Haiti heute haben sich im Gegensatz zur Haltung der Gesamtorganisation der karibischen Staaten für die Anerkennung Guaidos ausgesprochen. Also haben ihn anerkannt. Völlig klar, warum. Das ist nach der Methode, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Wir haben in der vergangenen Woche, praktisch seit Montag, das hat Marin schon gesagt, zwei eklatante Niederlagen des Imperialismus erlebt. Im Grunde müsste man sagen, sogar die dritte, natürlich in Hanoi, aber von der wollen wir heute nicht reden. Es wurde ja bekanntlich, das ist mal was Neues, ein Konzertkrieg begonnen. Also ein Konzert auf der kolumbianischen Seite sollte den Ausgangspunkt bilden, die Startmasse bieten für das Eindringen von sogenannten Hilfskonvois nach Venezuela ohne Genehmigung der Regierung, ohne Inspektion durch Zollbehörden und so weiter. Das heißt, ein Durchbruch der Grenze. Viele Menschen haben das nicht begriffen, dass diese sogenannte Hilfe einem völlig anderen Zweck dient. Es ist aber nicht gelungen, aus diesen Teilnehmern, die nicht 200.000 waren, sondern ungefähr 20.000, genügend Angreifer für den Durchbruch durch die Grenze gegen die venezolanische Grenzpolizei aufzutreiben. Das heißt, nach einigen Steinwürfen und Molotow-Cocktailwürfen ist die Sache doch beigelegt worden. Das war praktisch die erste Niederlage, davon hat Marin schon gesprochen. Und die zweite natürlich, der Zerfall praktisch der Lima-Gruppe in Bogota, als sich praktisch nur noch drei Präsidenten hinter den Aggressionskurs der USA gestellt haben. Peru, der Namensgeber der Gruppe, hat sich sogar geleistet, einen Vize-Außenminister zu schicken, anstatt des Präsidenten. Also das ist schon eine ziemliche Beleidigung sogar für den konferenzeinberufenden Präsidenten Duque. Wir haben vielleicht noch nicht ausführlich genug darüber gesprochen, welche schweren Niederlagen der US-Imperialismus damit erlitten hat. Aber wir dürfen nicht denken, und deswegen wollen wir diese Mahnwache auch fortsetzen, dass damit die Ziele, nämlich sich die Erdölreichtümer anzueignen, Venezuela beiseite geschoben sind. Diese Pläne existieren, die amerikanischen Angriffspläne existieren, die Flotte in der Karibik steht bereit, sechs US-amerikanische Stützpunkte in Kolumbien sind im Einsatz. Deswegen müssen wir unsere Proteste trotz dieser Siege oder über diese Siege hinaus weiter fortsetzen und versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen mit der simplen Wahrheit: It's the oil, stupid.
Es geht um das Erdöl. Zentrale del Petrolio. Danke sehr. Die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität.